Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir befinden uns wieder hier vor der Tür von 1, 2, 3 von den Generatoren. Und da werden wir reingehen. Und dies ist eventuell Elizas Versteck. Oder ehemaliges Versteck, wo sich ihre Eltern befinden. Dessen Beine wir jetzt verkrüppeln werden. Halt, Moment. Was war das denn? Das ist ein Torso. Patrick Gibson. Okay. So, einmal auf die Beine geschossen. Puff. Okay, das war so nicht geplant. Da kommt aber gleich noch jemand. So, Patrick Gibson. Das gibt einen kritischen, würde ich sagen. Okay, oder auch nicht. Hab's vergessen. Egal. Jetzt hast du ein Problem. So. Hast mich gerade geschlagen? So, Mr. Gibson, Metallrüstung. Als ich gerade den Speicherstand wiederhergestellt habe, habe ich noch einen anderen legendären Typen gefunden und eine Waffe drin gefunden. Die machen sie auch nicht. Das war eine richtig gute Waffe. Ein Raketenwerfer verursacht zusätzlich Schaden mit fortschreitender Nacht und weniger Schaden am Tag. Mehr wie früher. Eigentlich recht cool, wenn ich nachts rumlaufen würde. So. Die Frage ist, was finden wir jetzt hier drin? Hier hat sie also ihre Familie reingesteckt, ne? Draw a picture of my family. Da ist einer durchgestrichen. Haben wir das Rätsel noch nicht gelöst? Glasschale. Hier sind bisher nur ihre Familie drin, ne? Schlüssel zum Häuschen von Crab. Notiz zu Vorräten. Das nehmen wir mal mit. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Und wir haben eine Vorratskammer, die verschlossen ist, wo wir einen Schlüssel brauchen. Ich glaube, das ist gar keine Quest gewesen. Ich glaube, es war einfach nur so was Hinterhältiges von Bifesta, die einen dazu zwingen wollten, hier etwas zu durchwühlen. Egal, Notiz. Aber wieso ist da ein Gesicht durchgestrichen? Keine Ahnung. Oh, es ist alles ein bisschen kompliziert hier. Notiz zu Vorräten. Nathan, vergiss nicht, alle Vorräte aus dem Schuppen am Ostdock zum Lagerraum hier im Bunker zu bringen. Neben den Generatoren, die voll funktionstüchtig sein müssen, sind diese Vorräte unser wichtigstes Eigentum. Und lass das ja nicht deinen Bruder von dich übernehmen. Das ist deine Aufgabe. Papa, PS, der Schlüssel ist in der Truhe beim Bunkereingang. Ja, ich würde sagen, wir reisen mal hin. Und gucken, was wir da finden. Der Vorratsschuppen. Wir haben Eliza nicht gefunden. Oder ist sie die Jägerin? Vorräte. Holy shit. Oh. Vor allem das respawnt alles. Zementsäcke ohne Ende. Ist hier auch Aluminium? Zahnräder. Holy shit. Oh. Stoff. Was zum Teufel? Oh. Was ist das geil? Glasfaseroptik. Holy shit. Aluminium. Schrauben. Alter. Was geht? Federn. Klebeband. Was ist das denn für ein geiler Loot hier? Oh, hier kommt wirft das her. Antiseptikum ohne Ende! Gummi! Fiberglas! Kork! Dünger! Schrauben ohne Ende! Leder! Zement ohne Ende! Ist mir egal, dass ich nichts mehr tragen kann. Stahl! Oh, ist das geil. Kork. Asbest. Warum auch immer ich Asbest haben möchte, ich nehme es mit. Leder. Ist das geil. Blei.
Krass. Munition. Ja schon, da kommt jemand. Klebeband habe ich hier noch liegen. Kork immer noch. Ich weiß, dass ich zu viel habe. Alter, wie geil ist denn das hier drin? Oh! Ich bin glücklich. Hey, kann ich was für dich tun? Ja, mit mir handeln. Schau dich um. Okay, kann ich dir ein bisschen Müll geben? Komm, wir gehen jetzt sowieso zurück. Ja, perfekt. Bin gar nicht mehr überladen. Okay, ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Abschluss. Übrigens war hier irgendwo das Monster. Es war ein erfolgreicher Abschluss für dieses DLC. Es sei denn, da ist noch irgendwas. Ich will mal kurz gucken. Far Harbor Full Map. Dann können wir das nämlich auch direkt mitnehmen. Nee, da ist nichts mehr. Ja, cool. Ich bin begeistert. Wir haben das DLC gelöst. Wir haben einen richtig geilen Lootraum gefunden, der sich höchstwahrscheinlich von alleine wieder auflädt nach einer Zeit. Bei dem wir immer mal wieder vorbeikommen können. Alter, ist das geil. Und jetzt, wo wir im Commonwealth zurück sind, werden wir natürlich erstmal nach Hause gehen, unser Zeug einlagern. Wieso bin ich eigentlich hierher? Achso, ist alles richtig. Ach, wir müssen noch die Quest abgeben. Bitte was? Zu wenig Schlaf? Durstig? Warum kann ich jetzt nicht mehr so viel tragen? Achso, ich dachte, das wäre ein Antibiotika gewesen, was wir bekommen haben. Das war Antiseptikum. Aber das können wir bestimmt daraus machen. Was ist denn los? Hey, schieß los. Hier ist mein Angebot. Kannst du bitte nur noch ein bisschen tragen? Muss auch nicht mehr wirklich viel sein. Doppelschuss behalten wir. Der Fischerhut. Wo ich die Perücke her habe, weiß ich nicht. Die ganzen Sachen, die kaputt sind. Okay, das reicht schon. So, Quest abgeben. Glücklich sein. Mama, Papa, ich bin wieder da. Kasumi? Ich dachte schon, die wären jetzt tot. Oh mein Gott, meiner Kleinen geht es gut. Willkommen zu Hause, Kasumi. Schön, wieder hier zu sein. Du hast meine Tochter gerettet. Ich weiß. Danke. Danke, bitte. Geld? Und jetzt werde ich bezahlt. Zeit für die Gegenleistung, Kenji. Keine Sorge, du hast es verdient. Wenn ihr je wieder Hilfe braucht, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Kasumi, heißt das? Du weißt, dass wir deine Eltern sind, oder? Du bist kein Sünd. Ich weiß, Mama. Entschuldige. Ich war nur so verwirrt. Ich wollte weg. Irgendwohin. Schon gut, Kasumi. Du bist jetzt zu Hause. Brauchst du einen Moment? Braucht ihr einen Moment? Nein, wir haben jetzt jede Menge Zeit zum Reden. Wir wollen dich nicht aufhalten. Okay, dein Herr mit dem Geld. Sie ist dein Sünd. Braucht ihr einen Moment? Nein, das wollte ich nicht. Nein. Aha. Pass gut auf sie auf, Kenji. Man weiß nie, wann einem die Familie genommen wird. Ich bin froh, dass du es verstehst. Die Welt da draußen ist schlimm. Wir haben nur einander. Wir müssen noch über etwas sprechen. Deine Belohnung dafür, dass du meine Tochter heil zurückgebracht hast. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber mein Vater hat das Commonwealth bereist. Er hat uns einiges hinterlassen. Ich habe alles beim Haus vergraben. Ich bin kein Entdecker wie er. Ich brauche die Sachen nicht. Du vielleicht schon. Was sind das für Sachen? Dinge, die er auf See gefunden hat. Oder in den Städten, die er besuchte. Ich habe sie mir nie richtig angesehen. Danke, Kenji. Du hast es dir verdient. Du bist weit gereist, um Antworten zu finden. Danke nochmal. Du hast meine Familie gerettet. Das vergessen wir dir nie. Wir sehen uns, Kenji. Mach's gut, Nick.
Ich wünsche dir und deinem Partner viel Glück. Danke für alles. Wir sind wieder eine Familie. Zu Hause. Genau so sollte es sein. Ich achte darauf, dass Kenji ihr Raum zum Atmen lässt. Wo hat das jetzt vergraben? Scheiße, ich habe nicht hingehört. Im Haus vergraben? Ah, okay, okay. Übrigens, wegen Mila. Mila ist tatsächlich eigentlich eine Kanone von dem amerikanischen Militär. Habe ich mal so erfahren zwischendurch, als ich ein paar Dokus geguckt habe. Vorrede! Yeah, baby. Endlos. Unbegrenzte Magazinkapazität. Kampfgewehr automatisch. Kann ich dir was abnehmen? Gemütliches Kissen. So, bin ich überladen? Aber ja klar. Hey, wie sieht... Was? Wo... Woher habe ich so viel Gewicht? Jetzt mal ernsthaft, wo kommt das Gewicht her? Oh, die Munition. Scheiße. Leider kann ich mehr tragen. Es ist nicht dein Ernst. Ofenhandschuh, tschüss. Oh Gott, ich will nicht alles mitnehmen. Der Plan aus. Okay. Inventar. Ich muss ein bisschen loswerden. Stoffhandschuhe. Gewicht 2. Die brauche ich. Schraubenschlüssel. Kann gar nicht so viel Gewicht loswerden, ganz ehrlich. Brauche ich. Antiseptikum, ne? So. Zementsack. Kann ich mich nicht so heilen, dass ich... Moment. Hilfsmittel. Buff out. Ab nach Hause mit uns. Oh, es ist zu spät. So. Endlich wieder hier im Commonwealth. Geplant ist jetzt, dass wir eine kleine Arena bauen werden. Wo wir dann ein bisschen Spaß haben mit unserer Portal Gun. Dass wir auch mal wieder ein paar Tierchen zähmen. Wir machen jetzt mal ein bisschen Spaß und hier und da. Bevor wir anfangen wieder zu questen, bevor wir die Welt erkunden. Nick? Nick? Wo ist Nick? Ach, da bist du. So, als allererstes werden wir uns um uns kümmern und um Nick. Dass er seine Sachen verliert. Aufgepasst. Hast du was auf? So. Wir nehmen einfach alles mit. Dem Herzen. Dann erstmal die ganzen Müllablagen. Ne? Dann die Waffen, die wir nicht brauchen. Die hier zum Beispiel. Den brauchen wir. Taumeln kann weg.
Dezemberkind. Leichter, verwendet 5,56. Aber wir hatten noch eine Waffe, die auch 5,56 benutzt, oder? Werden wir gleich sehen. Erstmal alles, was kein Sternchen hat, kommt weg. Auch die ganzen Granaten und Minen. So. Du hast kein Sternchen. Du. Was habe ich so viel Kleinkram dabei? Das hat bestimmt der Nick mitgenommen, ne? Okay. Aussortieren. Und wir machen das jetzt mal damit. Fischerhut. Perücke, Anzug. Beschleunigt die Relation. Ist schon nicht schlecht, ne? Man kann weg. So. Hilfsmittel. Müssen wir auch gleich mal gucken, was wir damit machen. Auf jeden Fall das ganze Wasser kann erstmal weg. Es hat nämlich auch Gewicht. Nicht alles weg, aber so, boah. Wir behalten so 20, behalten wir bei uns. Oder wir legen 20 weg. So. Ich glaube, das mache ich gleich alles offscreen. Ich will nur einmal kurz so hinkriegen, dass wir tatsächlich was tragen können. Wir legen erstmal die ganze Munition weg. Können wir uns das später wieder zuholen. So, das heißt, ich mache das Ganze gleich offscreen. Aber wir reparieren mal kurz nochmal alles gemeinsam. Damit wir wieder eine schicke Rüstung haben. So. Ja, meine Rüstung geht wieder. Guckt euch an. Gleich. Kleidung. Ich weiß nur nicht, welches meins ist und welches seins ist. Das ist nicht dein Ernst. Also Torso habe ich schon an. Was habe ich eigentlich an? Habe ich eigentlich irgendwas an? Wieso habe ich nur einen Torso am Start? Ja, Strong, das hat dir nicht gefallen. Dir gefällt auch nichts. Also ein Torso habe ich dran. Achso, das Jetpack-Torso. Okay. Rechtes Bein. Rechter Arm, linkes Bein. Ja, genau. Ich habe genau die falschen angezogen. Das ist immer der obere. Na, hätte ich auch wissen können. Ja, ich bin wieder komplett. Und du, Nick, auch gleich. Aufgepasst. So, du kriegst von mir Atomsurteil. Das ziehst du auch direkt mal an. Du bekommst den Helm, den Arm, den und den und den und den. Und das ziehen wir dir jetzt auch an. Ich höre dir aufmerksam zu. Partnerlook! Er ist wieder da. Der Partnerlook der zwei Bros. Also, dass du kein Jetpack hast. Wenn du null bist. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall. Ich brauche unbedingt hier zu Hause einen Arzt, ganz ehrlich. Brauch einen Arzt. So geht das echt nicht weiter. Ja, solange ich die Powerrüstung habe, geht das nicht. So, Zeit, sich was zu essen zu machen. Braten! Nebelkriecher, zack. Einsiedlerkrebs, gegrillter Redhirsch. Das wird uns helfen. Oh, Majolok-Fleisch ohne Ende. Majolok-Eier-Omelett. Oh, ich habe kein schmutziges Wasser. Warum kann ich nicht sauberes Wasser dafür verwenden? Was soll denn das? Egal. Schmutziges Wasser werden wir auch noch finden. Und Rippchen von Yao Gao. I. So. Dann schauen wir uns mal die richtige Location an, wo wir bauen möchten. Treffen sich zwei Ghoul. Sagt der eine,
Mein Freund hat keine Nase. Ja, und wie riecht er dann? Schrecklich. Sehr witzig. So, wir haben verschiedene Orte, wo wir bauen können. Besucherzentrum, die Burg kennen wir ja schon. Schutz 0. Hatten wir dann nicht eine Milliarde Sachen aufgebaut? Farm the Daltons, Finch Farm. Ja, wenn ich wüsste, wie das Ganze aussieht. Der Leuchtturm. Ups. Guck uns mal den Leuchtturm an. Das könnte eine gute Location sein, ne? Wenn wir so um den Leuchtturm herum eine Arena aufbauen. So quasi, dass der Leuchtturm die Zuschauer anlockt. Wie sieht's denn hier aus? Wie können wir hier bauen? Anscheinend noch gar nicht. Ja, fehlender Schlaf und den ganzen Kram kennen wir schon. Um den Leuchtturm herum können wir auf jeden Fall nicht bauen. Das können wir alles hier auseinanderbauen. Cool. Aber doch. Ich denke mal, hier können wir eine gute Arena aufbauen. Ich denke schon. Ah. Kann aber das Haus momentan nicht wegnehmen. Können wir es später machen wahrscheinlich. Wir gucken uns einfach noch andere Locations an. Vielleicht habt ihr ja mal einen Tipp für mich, wo ich am besten die Arena aufbauen soll. Wir gehen mal zur Farm von den Ebonaries. So eine gute, schöne Fläche wäre schon nicht schlecht, ne? Ja, sieht auch nicht schlecht aus, ne? Hier haben wir eine gute Fläche. Hier haben wir eine richtig schöne Fläche. Wir gucken, wie weit wir bauen können. Hm? Wir sind so unendlich und noch viel weiter. Okay, oder auch nicht. Aber wir haben hier ordentlich Platz und eine gerade Fläche, wo wir perfekt alles aufbauen können. Ich müsste nur den speziellen Mod wieder installieren. Dann dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Aber anscheinend geht's auch so. Etwas, was wir komplett auseinandernehmen können. Hier werden wir die Arena bauen, oder was? Egal, ich lasse mich von euch erstmal inspirieren. Bevor ich hier jetzt hier alles auseinanderbaue und hier anfange zu bauen, sagt mir doch einfach mal einen Ort, wo ihr vielleicht eine Arena gut vermuten könntet. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.